Gemeinderat Paul Haschka und Fraktionssprecher Peter Pinker stellten in einem Pressegespräch die Budgetsituation sowie die generelle Lage Schwechats aus der Sicht der Grünen dar. Herr Gemeinderat, Budget 2015 für Schwechat, wie sieht es denn da aus Ihrer Sicht aus? Ja, also der Bürgermeister Frauenberger hat damit gerechnet, dass vom Flughafen das große Weihnachtsgeschenk kommt. 3,4 Millionen Euro sind also zusätzlich außertürlich ungeplanter, also unvorhergesehenerweise im Budget enthalten. Das ist eine einmalige Sache. Der Flughafen löst den Umweltfonds also in diese Richtung weitestgehend auf. Und damit werden also 3,4 Millionen Euro extra ins Budget hineingespült, einmalig. Und das wird also verwendet, nicht für Sonderausgaben für Umwelt oder Gesundheit, sondern für laufende Aufgaben wie Seniorenzentrum, Feuerwehr, Jugend und so weiter. Das heißt, das sind natürlich wichtige Aufgaben, aber es sind eigentlich Aufgaben, die die Gemeinde aus dem laufenden Budget erhalten sollte. Problematisch ist natürlich auch, dass der Schuldenabbau 2015 vorgesehenerweise auch nur 3,5 Millionen sein wird. Das heißt, ohne diese außergewöhnliche Einnahme vom Flughafen her hätten wir null Schuldenabbau. Das Geld aus dem Umweltfonds ist ein Punkt, aber es gibt natürlich andere Punkte auch, die wir deutlich ablehnen. Es ist zum Beispiel so, dass der SVS mit einer Sondersubvention unterstützt werden soll. Wir reden davon mehr als 500.000 zusätzlich, die für den Schuldenabbau des SVS, insbesondere des Fußballs, verwendet werden soll. Und wir sehen einfach nicht ein, wieso man jetzt da mehr als 500.000 quasi reserviert für den SVS Fußball, wenn wir woanders massiv einsparen müssen. Ist auch zum Beispiel so, dass bei Kanal und Wasser die Gebühren zwar erhöht worden sind, aber die Ausgaben, also die Investitionen, die Erneuerungen von dem kilometerlangen Rohrleitungsnetz, die werden zurückgefahren. Was sind denn so die Hauptschwerpunkte im Wahlkampf zur Gemeinderatswahl? Wir haben ein Konzept, das aufgestellt, das die nächsten 15 Jahre umfasst. Ein Kernpunkt dieses Konzepts, das wir Grüner Plan nennen, ist vor allem die Entwicklung der Stadt. Wie kann sie weitergehen? Also es reicht nicht aus, massiv Wohnungen zu bauen und auf die Infrastruktur zu vergessen. Also wir haben das intensiv analysiert und wir wissen, wir werden neue Kindergärten brauchen, wir werden zumindest eine ganze neue Volksschule brauchen in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Es muss Priorität quasi gelegt werden auf das, was Schwechat wirklich braucht. Wir sehen, dass Zeit für einen Wechsel in Schwechat ist. Und das ist auch ein weiterer Kernpunkt unseres Programms, dass wir sagen, es muss endlich einmal eine Entflechtung geben zwischen Politik und Verwaltung. Die SPÖ hat quasi alles in der Hand und es gehört jetzt eine Trennung her, dass man wirklich die Verwaltung als Verwaltung arbeiten lässt, die Politik sich auf ihre Kernbereiche zurückzieht, eben gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir fordern zum Beispiel klare Sportförderrichtlinien für alle Sportvereine in Schwechat, nicht nur für die Sportvereinigung Schwechat. Das heißt, wir wollen die Gelder gut verteilen. Wir sind natürlich für einen guten Nachwuchssport. Hier wird ja auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Aber es muss einmal klare Richtlinien geben, wie in Zukunft das Geld in Schwechat verteilt werden soll. Einer Ihrer Wahlslogans ist ja auch, wir packen es an. Das heißt, Sie greifen auch heiße Eisen an. Also wir müssen beim Multiversum eine Lösung finden, die einfach Schwechat sich leisten kann. Schwechat gibt im Budget 2015 6,5 Millionen fürs Multiversum aus, 85% mehr als 2014. Und das ist sechsmal so viel, wie eigentlich vorgesehen wäre. Eigentlich war vorgesehen 1 Million pro Jahr. Das könnte Schwechat sich vielleicht leisten. Jetzt sind es mindestens 3,5 Millionen pro Jahr, die allein das Gebäude, so wie es dort steht, kostet. Und wie gesagt, 6,5 Millionen im Jahr 2015. Diese Betriebskosten, die müssen reduziert werden. Wir wollen also schauen, dass das Multiversum in einem halben Jahr eine Lösung hat, die eben Schwechat nur diese 3 Millionen Euro Basiskosten verursacht. Die 6 Millionen Euro, die die SPÖ ausgeben will, sind einfach zu viel, weil das eben entspricht ungefähr einem Kindergarten pro Jahr.